Die Leute können meine Videos verarschen, wie sie wollen. Ich lache mit, ich kann über mich selber lachen. Okay. Stabil. Was geht ab, Fitnessfreunde? 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 Heute wieder Late Night Workout. Ich kann so durchziehen. Es ist einfach nur so geil. Es bockt übertrieben. Ich gehe jetzt Push machen. Ich ziehe jetzt richtig durch. Woo! Halt die Fresse, der hat einen Dachschaden. Und ich gehe so ab beim Training. Das ist nicht normal! Woo! Ich bin so heiß schon wieder. Du Fotzi, dann mach dich lieber heim. Verpiss dich. Ah, ich werde verdammt nochmal meinen ganzen Körper zerreißen, weil ich so viel Muskeln aufbauen werde. Und das in der Defi-Phase, Digga. Ich mach das Unmögliche möglich. Ihr werdet sehen. Heute hast du irgendeinen YouTube-Kanal, der aussieht hier wie das Mikro, aber halt Welle macht, ja? Als ob er, keine Ahnung, schon 25 Jahre Trainingserfahrung hat. Der Bub ist ja erst 20. Ich bin Fitness-Oscar und ich werde euch heute sagen, wie viele Kalorien braucht ihr, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Ihr müsst Tag für Tag darf jetzt nichts Falsches an der. Eure Kalorien tracken. Also wie, was nochmal? Ich hab nicht zugehört. Eure Kalorien tracken und auf 3000 Kalorien täglich kommen, um Muskeln aufzubauen. Raus. Proteine ist der Baustoff für die Muskeln. Wenn ihr kein Protein zu euch nehmt, könnt ihr keine Muskeln aufbauen. Ihr müsst wissen, wie viel Eiweiß ihr braucht. Nehmt 120 Gramm Eiweiß am Tag. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr genügend Eiweiß für den Muskelaufbau habt. Mehr braucht ihr nicht zu euch zu nehmen. Oh mein Gott, dann kann ja kein Wellness-Dietich mit übernehmen. Weißt du, ist der vegan, ja, ich weiß es nicht. Letztendlich Thunfisch-Protein-Shake. Das ist richtig geil. Harzer Käse. No fat, no carbs, just protein. Richtig brutal. Wie kann man ein Lebensmittel entwickeln, das nach Kotze, Scheiße und Pisse riecht und Leute essen das auch noch? Oh nein, fuck. Ich bin doch keine Pussy, Mann. Ja, leck mich doch am Arsch. Fressen musst du. Oh, reiß dich zusammen. Wir haben uns 3 Dosen Thunfisch reingeballert, ohne einen Gedanke zu verschwenden, ob das schmeckt. Heute fange ich mit den BCAAs an. Vor allen Dingen finde ich diese Firma auch sehr gut. Optimum Nutrition. Qualität ist wie bei MyProtein. Ekelhaft. Brutal, Alter. Niemals Sprudel und die Amino drin. Da geht's da ab wie ein Vulkan. Ey. Was hast du denn jetzt noch vor in deiner YouTube-Laufbahn? Ist da noch was Großes geplant? Ich plane nicht so weit in Zukunft. Ja, leider ist das noch geheim, aber Humanity. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ich kann das nicht erklären, weiß ich nicht. Ich bin etwas doof. Ich habe euch noch gar nicht meine Hauptziele für das Jahr 2016 vorgestellt, oder? Auf YouTube 300.000 Abonnenten. Ja, mal schauen, was das Jahr so bringt. Ich bin zuversichtlich. Ich werde jetzt jeden Tag motiviert aufstehen und jeden Tag in Richtung meiner Ziele arbeiten und diese dann auch erreichen. Halt die Fresse. Ja, ja, nee, ja, nee, hallo, ja. Ich liebe das, was ich mache. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber ich bin voll der glückliche Mensch. Ich weiß, die Sonne steigt mir zu Gehirn. Riesengroßes Dankeschön. Ich liebe euch. Stabil. Ich meine, ich bin ja auch intelligent. Ich hab ein Gehirn und so weiter. Naivität. Genau. Ja. Wenn man so sicher ist, muss man da auch nicht so hektisch rumstammeln. Genau. Ja, also das muss ich zugeben. Ich bin in der Tat etwas doof. Das ist natürlich schon mal eine sehr schlechte Grundvoraussetzung, um voll durchzustarten. Ja. Ja, machst vielleicht auch viele einen verschlafenen Eindruck. Ja. Schon mal was von Polska Genetics gehört? Ja. Würdest du dich auch zu diesen Polska Genetics zählen? Nee. Sonst hättest du dir den Namen bestimmt angeeignet und patentieren lassen, oder? Ich kenne mich so nicht aus mit den Patenten und sowas. Überall, Digga. Ich komme überall rein. Oder auch nicht. Juhu, ich bin reingekommen. Raus, verpiss dich. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber wenn man will, kann man fliegen. Ich weiß auch nicht, wieso. Der trainiert vielleicht 2 Jahre, ja? Erzählt aber Geschichte wie ein Großer. Nur clean gegessen, Banane mit Nutella und Reiswaffel mit Nutella. Hier esse ich die Süßigkeiten. Ja, aber nur wenn man scheiße aussieht, ist man nicht clean, ja? Ich muss jetzt erstmal eine Mahlzeit ballern, sonst werde ich flach. Und Flachheit
ist der Feind eines jeden Bodybuilders. Masse, Masse, Priorität. Masse! Masse, 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 Priorität. Das halte ich im Kopf nicht aus mit dem. Das war Fitness-Oscar, ja? Der einen Oscar für seine Fitness bekommt. Hipsterfreie Trainingsvideos. Training, das funktioniert. Abonniert Markus Rühl. Hey, you could be larger.